In diesem Video geht es im Wesentlichen um das Fadenstrahlrohr, aber auch natürlich um die Theorie dahinter. Und zwar geht es um das Experiment, wo man versucht, diese spezifische Ladung E durch M zu bestimmen. Und da wird nicht nur das Experiment gezeigt, sondern auch die Theorie dahinter erklärt. So, um die Grundlage für den Versuch zu legen, gucken wir uns die Lorentzkraft an. Diese Kraft betrifft eine bewegte Ladung in einem magnetischen Feld. Ist nach diesem Mathematiker und Physiker Hendrik Antoon Lorentz benannt, wobei eigentlich in dieser Formulierung, wie wir sie in der Schule benutzen, geht sie auf den englischen Physiker Oliver Heaviside zurück. Lorentz hat da eigentlich noch das elektrische Feld mit reingebracht, aber das nur mal so am Rande erwähnt. Sie ist auf jeden Fall am größten, wenn die Bewegungsrichtung der Ladung senkrecht zu dem Magnetfeld in Linien verläuft. Ansonsten, wenn sie praktisch entlang der Magnetfeldlinien sich bewegt, ist sie null, wirkt immer senkrecht zur Bewegungsrichtung und die Wirkungsrichtung kann mit Hilfe der Drei-Finger-Regel bestimmt werden. Das zeige ich gleich nochmal. Für negative Ladung verwendet man die linke, ansonsten für positive Ladung die rechte Hand. Man sieht hier auch schon an der Formulierung oben, dass x ist ein Mal, das ist das Vektorprodukt. Und weil halt eben die senkrecht oder die sollten zumindest im Idealfall senkrecht aufeinander stehen, damit die Kraft am größten ist. Wenn ich jetzt keine einzelnen Ladungen habe, sondern einen Strom oder stromdurchflossenen Leiter, habe ich anstatt Q und V entsprechend I und L. Und hier unten in der unteren Zeile ist das Ganze nochmal mit dem Skalarprodukt beschrieben. Und daher ist da der Sinus und Sinus von 90 Grad ist ja bekanntlicherweise 1 und damit ist FL am größten und Sinus von 0 Grad ist entsprechend auch 0 und damit ist die Kraft sozusagen 0. So, dann schauen wir uns wie versprochen die linke Handregel nochmal an. Wenn man, wie gesagt, einen Fluss von Elektronen hat, also negativen Ladungsträgern, wie man zum Beispiel bei der Leiterschaukel, oder auch dem Fadenstrahlrohr, was wir hier uns angucken. Leiterschaukel habe ich noch mal einen eigenen Versuch, den tue ich jetzt hier auch hier verlinken. Da kann man sich das im Prinzip noch mal angucken. Und im Fadenstrahlrohr gucken wir uns das ja jetzt sowieso gleich an. Also, die Lorentzkraft auf ein Teilchen. Hier habe ich das Ganze noch mal eingezeichnet, so dass du jetzt die linke Hand für den rechten Fall und die rechte Hand für den linken Fall benutzen kannst. Negative Teilchen, wie gesagt, linke Hand kannst du jetzt gerne mal ausprobieren. Der Daumen zeigt sozusagen in den Bildschirm hinein und die Magnetfeldlinien gehen nach unten. Da zeigt der Zeigefinger hin und der Mittelfinger zeigt dann entsprechend nach rechts. Und wenn du für das linke Bild das entsprechend mit der rechten Hand machst, wirst du deinen Mittelfinger entsprechend nach links zeigen. Für das Experiment braucht man ein möglichst homogenes Magnetfeld. Und da hilft eine Erfindung von Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, der diese Helmholtz-Spulen zeichnen sich dadurch aus, dass der Abstand gleich dem Radius dieser Spulen ist. Und dadurch erhält man im Inneren ein sehr gutes, vor allen Dingen sehr homogenes magnetisches Feld, was halt für den Versuch sehr wichtig ist. Und das Magnetfeld rechnet man aus mit der Formel, die hier angegeben ist. Die werde ich jetzt nicht näher erläutern. Die ist jetzt einfach gegeben, man setzt einfach ein und rechnet aus. Die Spulen, die wir gleich im Experiment verwenden werden, die haben einen Abstand bzw. einen Radius von 20 Zentimetern und N, also die Windungsanzahl pro Spule, ist 154.
So, schauen wir uns mal an, wie dieser Elektronenstrahl entsteht. Über den glühelektrischen Effekt habe ich auch wieder ein eigenes Video. Ich versuche das hier zu verlinken. Daher das Ganze jetzt nur mal im Schnelldurchgang. Ich habe eine Heizwendel, die wird beheizt. Und da treten Elektronen aus, wobei streng genommen wird noch nicht mal direkt aus der Heizwendel, sondern da ist nochmal ein Blech davor und das Blech wird beheizt und aus dem Blech treten die Elektronen aus. Ich erkläre das nochmal gleich, da gibt es einen Unterschied zwischen direkt und indirekt, aber sagen wir mal der Einfachheit halber, ich habe eine Kathode, die ist warm, durch die Hitze können Elektronen austreten und diese Elektronen werden mit Hilfe von 300 Volt zur Anode hin beschleunigt. In der Anode ist ein Loch drin, da können sie durchfliegen. Und damit kann ich auch die Geschwindigkeit berechnen, weil die Energie, die die Elektronen durch die Beschleunigung hinzugewinnen, entspricht dann genau der kinetischen Energie, die diese Elektronen hinterher haben. Schauen wir uns nochmal die verschiedenen Heizungsarten an. Es gibt die indirekte Heizung und die direkte Heizung. Bei der indirekten Heizung wird ein Blech meistens, also sprich die Kathode, beheizt und aus der Kathode treten dann die Elektronen aus. Bei der direkten Heizung ist sozusagen der Glühdraht die Kathode. Die indirekte Heizung hat halt den Vorteil, dass die Heizspannung sozusagen vom Rest des ganzen Schaltung sozusagen komplett getrennt ist. Bei der direkten Geschichte ist es so, dass man ja einen Pol der Glühwendel ja dann logischerweise auf die Hochspannung legen muss, damit man da entsprechend die Elektronen daraus beschleunigen kann. Und da tut man praktisch zwei Stromkreise miteinander dann sozusagen koppeln. Und das funktioniert nicht zwangsläufig mit jedem Netzgerät. Da muss man gucken, dass das, man sagt dann, potenzialfrei ist. Das ist aber nochmal so am Rande bemerkt. So, jetzt können wir auch gleich mit dem Experiment beginnen. Ich habe jetzt nur noch mal die Kreisradien, da ist dann so eine kleine Hilfe drin, so dass man praktisch diese Radien hier treffen kann. Das erkläre ich aber auch gleich noch mal. So, und nun zeige ich das Fadenstrahlrohr in echt. Hier ist praktisch meine Quelle des Elektronenstrahls. Und das ist eine Glaskugel, da ist Gas drin, vermutlich Wasserstoff, nicht ganz bei dem Druck, der hier in der Umgebung herrscht, mit etwas weniger Druck. Und wenn die Elektronen auf die Atome treffen, werden die zum Leuchten angeregt und dadurch sieht man den Elektronenstrahl. Ist allerdings relativ lichtschwach. Ich bin mal gespannt, ob man das auf dem Video dann hoffentlich gut sehen kann. So, was habe ich noch? Die gelben Kabel, das ist meine Heizspannung. Und hier habe ich jetzt Kathode und Anode. Das Besondere, das wirst du gleich sehen, wenn ich einschalte. Das dauert ein bisschen. Das liegt daran, dass die Elektronen nicht direkt aus dem Glühdraht kommen, sondern dass mit dem Glühdraht ein Blech, also sprich die Kathode, geheizt wird und da treten die Elektronen aus, und weil das nennt man indirekte Heizung, das dauert einen Moment und dann werdet ihr oder wirst du entsprechend sehen, dass dass ein Momentchen dauern wird, bis dann was zu sehen ist. Vielleicht noch ein paar Details. Diese Helmholtzspulen sind 11 Windungen, 14 Lagen, 14 Lagen, 11 Windungen, macht 154 Windungen insgesamt pro Helmholtzspule. Die haben halt die Besonderheit, dass es
ein sehr homogenes Magnetfeld in der Mitte ist. Und wenn ich das hier nochmal so ein bisschen drehe, dann sieht man sehr schön, dass ich hier sowas habe, was so aussieht wie eine Leiter. Das ist nur eine Hilfe. Und zwar hier sieht man vielleicht so ein bisschen das Loch, wo die Elektronen dann rauskommen werden, diese Spitze. Und im Abstand von dieser Spitze hat man einmal im Abstand von 2, von 3, von 4 und von 5 Zentimeter so eine Leitersprosse. Das ist einfach nur eine Hilfe, dann brauche ich nicht großartig messen, ich brauche die nur treffen und habe sozusagen mein Maß. So, nochmal so kurz an der Tafel, damit keine Missverständnisse auftreten. Also ich habe hier praktisch diesen Loch, wo das Ganze rauskommt, also sprich der Elektronenstrahl rauskommt. Ich habe die erste Leitersprosse und da dazwischen sind 4 cm. Das heißt, es ergibt sich ein Radius von 2 cm. Das heißt, die Abstände sind 4, 6, 8 und 10 cm. Wodurch sich die Radien, und das sind auch die Beschriftungen dieser Leitersprossen, 2, 3, 4 und 5 Zentimeter ergeben. Das heißt, wenn ich mit meinem Elektronenstrahl die erste Leitersprosse treffe, habe ich einen Kreisradius von 2 Zentimeter. Bei der nächsten Leitersprosse habe ich 3 Zentimeter, dann 4 Zentimeter, dann 5 Zentimeter. Aber wie gesagt, der Radius, nicht der Abstand. Das habe ich ist vielleicht in dem Versuch ein bisschen missverständlich gesagt worden. Deswegen habe ich das hier nochmal so eingeschoben, um das klar zu machen. Die Stromstärke, die ich durch die Spulen schicke, sage ich an. Und ich habe das Ganze jetzt auch so eingestellt, dass zwischen Anode und Kathode genau 300 Volt liegen. Sofern sollte eigentlich jetzt alles gerüstet sein. Und ja, probieren wir es einfach mal aus. Licht aus. Und wenn ich es jetzt schaffe, auch noch den Einschaltknopf zu finden, ja. So, und ich hatte ja eben gesagt, es dauert, weil erst die Kathode sozusagen geheizt werden muss. Und da sieht man auch schon den Strahl. Wunderbar. So, jetzt schalte ich die Helmholtz-Spulen ein. Und das muss ich jetzt gleich mal so ein bisschen korrigieren. So, und noch ein bisschen nachkorrigieren. So, und jetzt kann es im Prinzip losgehen. Ich fange mal mit der ersten Sprosse an. Und die erste Sprosse, da habe ich 4,4 Ampere auf die Helmholtz-Spulen gegeben. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann nächste Sprosse habe ich 2,9 Ampere. Dann die nächste Sprosse habe ich 2,1 Ampere. Und außen die Sprosse. Ah, doch, so, nicht ganz. Sagen wir mal so ungefähr 1,7 Ampere. Und jetzt könnte ich noch hergehen und sagen, okay, wir verändern mal die Spannung zwischen Anode und Kathode. Ich gehe jetzt mal auf 200 Volt runter und dann sieht man, dass das Ganze kleiner wird. Das heißt, wenn ich die Spannung zwischen Anode und Kathode verringere, wird der Kreis kleiner. Wenn ich das Magnetfeld vergrößere, höhere Stromstärke, größeres Magnetfeld, dann wird auch der Kreis kleiner. Das so zu den Eckpunkten. Jetzt kann ich noch mal was machen. Und zwar, wenn ich das jetzt hier so drehe, oder die andere Richtung, dann sieht man, wenn man das mal von oben guckt, dass das sich so schraubenartig bewegt, weil jetzt zu der Lorentzkraft
beziehungsweise durch die Bewegung, die durch die Lorentzkraft, die Kreisbewegung, die durch die Lorentzkraft verursacht wird, jetzt noch eine Geschwindigkeitskomponente sozusagen, ja, in diesem Fall sozusagen von der Kamera weg, also von dir weg, hinzukommt. Und damit kann man, wenn man das Licht jetzt wieder einschaltet, das eigentlich nochmal sehr schön erklären. Mit der linken Hand, die Elektronen wandern nach oben, mein Magnetfeld geht sozusagen von dir weg und ich stelle es mal ein bisschen zurück, dann sieht man auch die Hand komplett. Also, Elektronen gehen nach oben, Magnetfeld von dir weg und die Lorentzkraft zeigt in die Mitte. Und wenn ich dann hier einmal so rundherum gehe, dann sieht man, dass die Lorentzkraft immer zur Mitte zeigt. Und damit wird der Elektronenstrahl sozusagen einmal rundherum im Kreis gelenkt. Soweit, so gut. Ziel ist es nun, E durch M, also sprich die spezifische Ladung des Elektrons zu bestimmen. Damit man einen Referenzwert hat, habe ich das mit den Konstanten im Taschenrechner einmal vorbereitet. Ich möchte das allerdings jetzt noch nicht so stehen lassen. Da machen wir noch eine Einheit dazu. Hoppla, Kilogramm. Ampersekunde durch Kilogramm soll das heißen. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Als erstes brauchen wir das Magnetfeld. Dazu hatten wir diese Helmholtz-Spulen hier mit jeweils 154 Windungen. Und die Formel für das Magnetfeld ist hier entsprechend für die Helmholtz-Spulen angegeben. Ich habe das auch schon umsortiert, dass das I hier alleine steht. Das hat den Vorteil, dass ich im Prinzip beim Rechnen im Taschenrechner nur das hier vorne einmal ausrechnen muss und dann entsprechend immer mal dem entsprechenden I. Das Besondere an den Helmholtz-Spulen ist auch nochmal, dass der Radius auch gleich dem Abstand ist. Das ist auch nochmal so eine Besonderheit, wenn wir das schon mal gerade dabei sind. So. Beim Ausrechnen ist natürlich hier noch aufzupassen. R sind 20 Zentimeter, das sind natürlich 0,2 Meter. So, jetzt muss man das halt ausrechnen. Ich habe das natürlich vorbereitet. Ist einfach nur eine Übung für den Taschenrechner. Warum alle vier? Naja, ganz einfach, weil ich möchte ja einen genauen Wert haben und wenn ich ein Experiment habe, ist das immer mit Fehlern behaftet. Deshalb habe ich sozusagen das Ganze für vier verschiedene Werte gemacht. Die rechne ich dann im Prinzip, ich rechne dann auch viermal mein E durch M aus und der Durchschnitt ist dann praktisch, was mein Experiment ergeben hat. Und das machen wir jetzt. Dazu brauche ich erstmal die Formel für die Geschwindigkeit. Dazu muss ich jetzt ein bisschen umstellen. Naja, der Beginn ist eigentlich noch relativ einfach. Ich habe hier die kinetische Energie, hier ist die potenzielle Energie. Das Elektron durchläuft ein Potential von 300 Volt, bekommt dadurch Energie und das ist genau die kinetische Energie, die es hinterher hat. Das Ganze machen wir jetzt, indem wir das Ganze ein bisschen umstellen. Das heißt, ich habe ja erstmal V Quadrat und das Ganze ist Bruchstrich E mal U bleibt stehen mal 2, dann ist das ein halb weg und durch M und ja, fertig ist schon so gut wie meine Formel. Ich muss nur noch die Wurzel ziehen und die Sache ist erledigt. So, dann gucken wir und machen das Ganze für den Kreis. Wenn ich mir ein Elektron angucke, wirken zwei Kräfte. Einmal die Lorentzkraft und die Zentripetalkraft.
um da, ja, wenn man erkennt, dass beide gleich groß sind, ist der Rest nicht mehr so schwierig. Ich habe die Lorentzkraft, die gleich der Zentripetalkraft sind. Die Lorentzkraft, das ist E mal V mal B. Und die Zentripetalkraft ist M mal V Quadrat durch R. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, schon mal ein bisschen Kosmetik zu betreiben, also sprich hier das V und das Quadrat ja, zu entsorgen. Und dann muss man sich an das V, was wir eben hatten, erinnern, weil damit geht es jetzt weiter, das setzen wir da ein. Und ich schreibe es am besten nochmal zur Sicherheit hin. Machen wir mit grünem Stift. Das war das, was wir eben gemacht haben. V ist gleich Wurzel aus 2e u durch m. Und das setze ich jetzt ein. Also erhalte ich, beziehungsweise ich ziehe mir das m hier noch rüber. Das mache ich erst noch. Ups, E durch M ist gleich und dann habe ich V durch B mal R. So, und jetzt setze ich ein. Und zwar Wurzel aus 2EU durch M B mal R. So, und jetzt habe ich leider etwas Blödes, nämlich hier ist E und hier ist M und das auch noch in der Wurzel. Und da müssen sie raus. Naja, so schlimm ist es aber auch nicht, weil ich jetzt hergehen kann und ich kann das einfach quadrieren. Das heißt, ich habe jetzt E, ich mache mal auf der Seite weiter, E, M jeweils zum Quadrat gleich langer Bruchstrich. Und dann habe ich 2 mal E mal U. Das M rutscht unten drunter. B Quadrat, R Quadrat. So, dann muss ich oder kann ich wieder ein bisschen das und das, das und das. Und damit ist meine Formel eigentlich soweit durch. E durch M ist gleich Wurzel, nicht Wurzel, Bruchstrich 2 U B Quadrat R Quadrat. Gut, dann machen wir noch ein schönes rotes Kästchen drumherum und fertig ist die Formel. Holen wir dazu noch die Werte von eben. Die schiebe ich mal hier hin. Das ein bisschen hoch, das hier hin. Und damit kann man jetzt rechnen. Ich habe gerechnet. Und dazu habe ich jetzt erstmal hier mir ein bisschen Platz geschaffen. Und mit etwas Glück, genau, sind hier meine Werte. Man sieht, ich habe hier unterschiedliche Werte, es waren ja auch unterschiedliche Messungen. Ich habe den Durchschnitt berechnet und wenn ich das Ganze vergleiche, dazu hole ich mir nochmal das, was der Taschenrechner ausgerechnet hat. Und wenn man sich das Ganze anguckt, naja, so wahnsinnig genau ist es nicht. Jetzt könnte man noch ausrechnen, wie viel Prozent Abweichung das sind. Aber wir sind schon relativ dicht dran. Und wenn man mal guckt, ich habe halt an verschiedenen Stellen nicht so wahnsinnig genau gearbeitet. Das fing damit an, dass sich die, ja, die Stromquelle, die Stromstärke nicht so exakt einstellen ließ. Und ich dadurch die ja, diese Ringe oder diese Leitersprossen nicht richtig getroffen habe.
Und wer weiß, wie genau die Anzeige an dem Netzgerät war. Da wäre es vielleicht geschickt gewesen, nochmal ein genaueres Ampermeter anzuschließen. Also man hätte noch sehr viele Sachen machen können, um das genauer herauszuarbeiten. Daher, wenn man sich da an verschiedenen Stellen mehr Mühe gegeben hätte, hätte sich wäre der Wert bestimmt noch exakter gewesen. Aber im Großen und Ganzen, es geht ums Prinzip. Man hat gesehen, wie die Rechnung funktioniert. Ja, und damit ist die Sache erledigt.